Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Marius Ebert. Ich bin Spezialist für leichtes und schnelles Lernen, speziell Betriebswirtschaftslehre und juristisches Wissen. Und in diesem Video geht es um die Umsatzrentabilität, U-Rent. Umsatzrentabilität oder auch Rendite. Rentabilität und Rendite sind Synonyme, sagen genau das Gleiche. Und wir schauen uns unter A zunächst einmal an, wie wir die Umsatzrentabilität bilden und unter B, was sie aussagt. Bei jeder Rentabilitätskennzahl ziehen wir einen Bruchstrich und schreiben mal 100 immer. Und wenn wir hier U-Rent haben, dann kommt in den Zähler einer Rentabilität immer eine Erfolgsgröße, also der Gewinn, der hier Jahresüberschuss heißt, als Saldo zwischen Ertrag minus Aufwand. Und in den Nenner kommt immer die jeweilige Bezugsgröße. Die Rentabilität bezieht sich auf den Umsatz, also marschiert der Umsatz in den Nenner. Jahresüberschuss durch Umsatz mal 100 ist die Umsatzrentabilität. Nehmen wir an, sie sei 3%. Dann ist die nächste Frage, was sagt das aus? Also die Aussage. Und im Grunde ist es ganz einfach, von 100 Euro, wir sind hier in Prozent, per Centum im Lateinischen, pro 100, von 100 Euro Umsatz bleiben in diesem Fall dem Unternehmer 3 Euro Gewinn bei 3%. Wenn er 100 Euro Umsatz hat und er hat eine Umsatzrentabilität von 3%, dann macht er von 100 Euro Umsatz 3 Euro Gewinn. Ob das gut ist oder nicht gut, hängt von der Branche ab. Es gibt Branchen, da ist 3% sehr hoch, Beispiel Lebensmittelbranche. Und es gibt Branchen, da ist 3% erschreckend niedrig, Beispiel Pharmabranche. Ja, es kommt also immer auf die Branche an. Das ist die Umsatzrentabilität. Erfolgsgröße durch Bezugsgröße mal 100, Jahresüberschuss durch Umsatz mal 100. Vielen Dank, mein Name ist Marius Ebert. Ach so, wenn Sie leichteres und schnelleres Lernen interessiert, dann schauen Sie mal spaßlerndenk-shop.de. Vielen Dank, alles Gute.